Halli, hallo, hallöchen zu Minecraft, mein Colony. Ja, ich habe ja vorher die mehr oder weniger schlechte Aufnahme, muss ich ja persönlich sagen. So, ich starte ebenfalls einen Aufnahmetimer. Diese Aufnahme wird um einiges kürzer und auch hoffentlich um einiges besser. Denn ich habe eigentlich mal vor, in diese kleine Mine da unten zu gehen mit meinem kleinen Wuffi. Hurra! Ja, ich war ja eigentlich total ruhig und sowas, aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir fehlten dringend Folgen, die ich dann ja machen musste. Und wenn ich solche Sachen machen muss, dann werden die meistens überhaupt nicht toll. Und naja, das versuche ich jetzt natürlich zu beheben. So, die alten Schotter und so packe ich einfach mal weg. Ich werde mich mal hier so ein bisschen ausrüsten, dass wir vielleicht in die Höhle gehen können. Ich habe eine Rüstung, allerdings ohne Brustpanzer. Im Hintergrund läuft der Showdown von Gothic 3. Ja, ich habe jetzt übrigens den zweiten Bildschirm abgepackt. Da, ja, ich will mir ja noch einen neueren kaufen, nicht diese alte Röhre. Denn diese Röhre war mir einfach viel zu laut. Ihr habt das jetzt zum Glück nicht gehört und ich weiß gar nicht, ich wollte mich doch eigentlich mit Rohstoffen eindecken und dann loslaufen. So, die Hälfte der Holzköpfe nehmen wir dann mal mit und ja, ein wenig Kohle. Und naja, was ich auch in dieser Folge unbedingt machen wollte, ist eigentlich nochmal so ein bisschen was ankündigen. So von wegen, ja Leute, stell die Map doch mal zum Download bereit, stell doch mal das, mach doch mal dies. So, eine ganz wichtige Sache dazu, ich werde die Map nicht zum Download bereitstellen, zumindest jetzt noch nicht. Ja, 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 hohe CPU-Auslastung, bla bla bla, leck mich am Arsch, ist mir doch scheißegal. Ich brauche Holz. So, des Weiteren, mein Language Pack stelle ich auch noch nicht zum Download bereit. Ich werde irgendwann mal, wenn ich dann vielleicht mal so einen geeigneten oder einen für mich vertrauenswürdig erscheinenden Host gefunden habe, ein Language Pack Creator zur Verfügung stellen. Ja, das ist pure Eigenarbeit, die da drin steckt. Und dann werdet ihr drei Leitern? Waren das nicht früher nur mal zwei Leitern? Naja, ist gut, es waren noch ein paar wenig, aber egal. Drei Leitern reichen dann vollkommen aus. Das Gezunsel nehme ich mal mit. Und naja, dann würde ich mal sagen, können wir mal hier einen rauskloppen. Warum die Chunks abstürzen, weiß ich übrigens immer noch nicht. Das habe ich auch, wenn ich Minecraft Default installiert habe. Oh, da spielt gerade jemand Team Fortress 2. Ja, sonst hätte ich mich ihm ja angeschlossen, muss ich mal dazu sagen. Aber mir gehen langsam so die Folgen aus. Ich habe zwar jetzt, es müsste Folge 118 sein, ich bin jetzt gerade dabei, Folge 115 oder 116 oder so hochzuladen. Also nicht ganz so schlimm wie bei Assassin's Creed. Die Aufnahme habe ich nämlich heute auch gemacht, aber ich finde es dann doch ein wenig knapp. Wir tun auch wenig. Ja, wir schreiben alles mit nur noch mit. So ein paar Koppels haben wir dann auch dabei, die ich gleich direkt hier irgendwo wieder verballern werde. So einmal hier so schön dran. Am besten auch noch da und da. Und dann können wir uns das mal ganz in Ruhe ansehen. Ich glaube, ich nehme doch nochmal so einen alten Tisch mit. Genau, das ist, glaube ich, auch immer wieder sinnvoll. Hallo? 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 Ah ja, komm, ich will hier hoch. So. Hallo? 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 Ah, jetzt komme ich auch endlich hoch. Ja, was das gerade eben war, pff, keine Ahnung. Du bist so voll scheiße, du bist nicht mal drauf, weil du es nicht mal weißt. Naja gut, okay, das ist eigentlich nicht mehr so häufig, aber ist mir eigentlich relativ egal. Ihr seid mir alle scheißegal! Hier! Ich scheiß doch auf euch! Und das meine ich wörtlich. Nein, natürlich nicht. Ich möchte hier mal stehen und gerne runter. Ach ja, und eine weitere Sache, mein Language Pack kommt nicht raus, das werde ich nicht mehr notieren. Und das Texture Pack habe ich, glaube ich, einmal gesagt, aber ich spreche solche Sachen auch meistens nur ein einziges Mal an. Und dann nie wieder. Had enough. Von, keine Ahnung was, auf jeden Fall Kai Rosenkranz, Risen Soundtrack. Wie man sehr, sehr leicht hören kann. Da, Joan Jett sei der Komponist.
Komisch, hat Kai Rosenkranz nicht eigentlich alle Gothic-Soundtracks und Böse-Soundtracks und so gemacht? Ach, ist mir doch Wumpe. Da müssen wir eigentlich mal hin. Egal, wir werden uns das eigentlich nicht so stark zunutze machen, wie wir es eigentlich könnten, weil wir es könnten. Boah, irgendwie habe ich gerade das Gefühl, dass das so richtig laut ist, aber komm, ist mir scheißegal. Ich spiele übrigens nicht im Vollbild. Was? Ich deabonniere dich? Oh ja, das ist auch mal so ein tolles Thema. Weil Leute einen abonnieren, scheint es wirklich so, als ob die sich irgendwelche, da ist ein Creeper, besonderen Recht, also zu irgendwas besonders berechtigt fühlen. So beispielsweise auch, ja, gib mir mal deine Skype-Ad. Eddie, glaube ich, nennt man das dann auch. Weil ich habe dich doch abonniert und so. Ja, komm. Das war übrigens im South Battle schon zwei Let's Play. Direkt vor der Kamera. Oder ich skype die ganze Zeit mit dir. Nein, ich habe mich extra in Skype nicht als Slin oder Slin61 tituliert. Ich mag dieses Wort, titulieren. Sich selbst den Namen geben. Nennt sich dann titulieren. Das ist ein Zombie. Egal, ich muss mal hier fahren. War hier nicht irgendwo noch ein Creeper? Da ist eine Fackel. War ich hier schon? Okay, keine Frame-Brüche beim Abbau von dem alten Schotter. Zack. Ach ja, hier, Language Pack und Texture Pack, bla bla bla. Language Pack, habe ich gesagt, werde ich irgendwann meinen Language Pack Creator zur Verfügung stellen, sobald ich ja einen vertrauenswürdigen Hoster für mein Verhältnis vertrauenswürdig gefunden habe. Wenn ihr selbst irgendwie mal tolle PHP-Entwickler seid und eben auch mit MySQL schreibt, bla 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 und blö, versteht eh keiner ein Wort von dem, was wir hier, also wir, die tollen Entwickler da labern. Kommt so, jetzt hier. Und naja, wenn ihr denn auch mal so einen tollen Host gefunden habt, ich muss übrigens dazu sagen, kostenlos. Ich habe bisher eigentlich Minecraft, also bis auf die Spiele, die ich mir sonst sowieso gekauft hätte. Diese verdammten Chunks. Sobald ich irgendwas abbaue, stürzt der mir ab. Ja. Solange es Windows nicht ist, obwohl ich sagen muss, Windows 7 ist so, läuft so stabil, da kann ich irgendeinen Scheiß drauf machen. Ich habe da mal sogar einen DOS-Angriff draufgehauen, also ein Denial of System. Slaves, Gothic 3 Soundtrack. Ja, und der hat dann einfach, also Norton hat, das war übrigens Norton, der dann gesagt hatte, mach ich nicht mit und hat gesagt, hier Netzwerkverbindung trennen. Ja, also Denial of System ist eigentlich, ich spamme von einem PC aus, das war übrigens mein Laptop. Ja, irgendeinen anderen PC mit sinnlosen Daten zu. Das macht man gerne bei Servern. Ich habe es einfach mal auf meinem PC funktioniert und Windows ist mir trotz ja, Videorendering und sowas nicht abgestürzt. Aber bin ich so stolz drauf, weil ich mag dieses Windows so gern. Oh. Ich glaube, sollte mich wirklich mal nach unten durchgraben. Ich glaube, das mache ich jetzt auch. So, ich grabe mich nach unten durch. Komm, ich hab jetzt leider durch einen Chunk gesehen, dass da was ist. Und weil da was ist, will ich es haben. Zack. Das ist so dieses typische, es ist genauso wie dieses typische, ja, weil der andere hat, will ich auch. Ja, ich will hier nichts. Oh, Mensch. Everyday People, Joan Jett. Wahrscheinlich wieder als Komponist angegeben. And the Blackhearts. Okay. Risen Soundtrack. Warum kündigst du das denn die ganze Zeit an? Deswegen. Nein. Allerdings muss ich ja sagen, ich habe keine Rechte an diesen Soundtracks. Deswegen sag ich, wer die gemacht hat, warum der die gemacht hat oder woher die kommen, dass ich mich da urheberrechtlich absichern kann. Da hinten ist ein Creeper. Ach ja, nochmal zu dem. Ja, Texture Pack. Das Texture Pack habe ich mir nicht selbst erstellt, ich habe es mir selbst zusammengestellt. Oh, da ist ein Spinnenspawner. Ein Spinnenspawner. Wie, wir waren hier unten? Oh, das ist. Ach, scheiße, das sind diese blauen Spinnen. Die sind doch kacke.
Ich kommuniziere mit ihnen. Ich hätte vielleicht noch... Na komm. Ach, da hinten in der Ecke stehst du. Ja, ja, ich mache mir so dieses Chance ein wenig nutze, dass die mir mal abstürzen. Aber wenn ich gleich in Lava falle, werdet ihr sehen, jede Medaille hat auch zwei Seiten. Die andere eine Seite, da habt ihr eure wunderschöne Auszeiten auf und dann habt ihr irgendwelche Werbung auf der Rückseite oder Sponsoren oder irgend so einen Scheiß. Ja, ich spreche aus Erfahrung. Oh, die Sonne geht gerade unter. Nein, doch nicht. Hurra. So, ich habe ja, das Gold können wir ja gut gebrauchen für unseren Brunnen, der ja nicht ganz so ist, wie ich es mir vorgestellt habe. Das sollte eigentlich anders sein, aber mir ging ja das Gold aus. Welcher Brunnen? Ganz einfach, ich habe in der Folge 100 einen schönen Brunnen gebaut und da ging mir da irgendwann das Gold aus. Nein, Mann, ich habe Gold. Ja, und dadurch, dass mir eben dieses Gold ausgegangen ist, konnte ich den Brunnen nicht so bauen, wie ich ihn eigentlich in keiner Kopie, aber wie ich ihn mal